Stein gewinnt, da ist was los. Auf geht's heim zum Stein gewinnt, denn da ist die Stimmung groß. Ja, grüß Gott, Frau Stange. Ja, da kommen ein bisschen her zu mir. Mei, Frau Wagner, ich wäre ja so froh, wenn es mal jemand wüsste, der ab und zu einmal für ein paar Stunden aushelfen darf im Lohnherrin. Ja, da denke ich eigentlich an meine Nichte, die Uschi. Ja? Ja, die hat gerade erst ein Baby gekriegt. Nein, ein Baby können wir nicht auch noch brauchen. Nein, nein, das darf die Mama von ihr schon nehmen. Ach so, ja, ist die Uschi überhaupt vom Fach? Nein, das nicht gerade. In einer Konditorei hat sie gelernt. Oh. Aber die ist nicht dumm, nieder. Die lernt schnell. Naja, also, wissen Sie, Frau Wagner, ich meine halt, zwischen einer Buttercreme dort und einem Presssack ist vielleicht schon ein bisschen Unterschied. Ja, das ist so, Frau Stange. Ja. Aber den sieht man ja schließlich auf den ersten Blick, oder? Da haben Sie jetzt auch wieder recht. Naja, gut, wenn Sie Ihr Kind nicht mitbringt, den Laden nach hat, probieren wir es heute halt mal, ne? Ja, darf mich freuen. Ja. Ja, Gerdi, es geht ohne dich, auch wenn du das nicht glaubst, gell? Jetzt legst du wieder nieder und gibst dir Ruhe. Hätte ja sein können, dass ich gebraucht werde. Ich wär zwar sowieso nicht gekommen, aber gefreut hätte es mich trotzdem, wenn ich gebraucht geworden wäre. Oh mei, oh mei. Unser Gerdi. Jetzt ist zwei Tage daheim vom Krankenhaus, aber keine Ruhe geben. Frau Wagner, brauchen wir was? Ja, haben Sie frisch Schlingel? Oh ja, mein Göttergatte hat heute frisch geschlachtet. Ja, das ist gut. Da werden wir jetzt gleich einmal schauen, ich stehe am Schnee, gell? Mhm. Einen Moment, bitte schön. Peter! Ja? Bring die Lunge rein! Ja, gleich! Kommt schon, gell? Yes, Frau Stange, was sagen jetzt Sie eigentlich zu unserem Herrn Pfarrer? Ich hab ja gemacht, mich trifft der Schlag, wie ich das gehört hab. Ja. Das ist ja eine Geschichte. Ja. Du verwirrst mich nicht. Nein, Frau Stange, haben Sie die Geschichte gehört, was sich unser Pfarrer wieder geleistet hat? Das wollte ich gerade verzeihen, Frau Birnstinge. Ja, wieso denn? Sie waren ja gar nicht dabei. Ja, aber ich hab ja gemeint, mich trifft der Schlag. Was ist denn, haben Sie heute frische Leber? Ha? Ganz frisch geschlachtet. Na, ich weiß nicht, die schaut aber wegen Fahrt her. Na, geben Sie mir mal zwei Scheiben, gell? Zwei Scheiben? Ja, genau. So. Ja, der Herr Stange! Ja, grüß Sie, na gut! Also, da war die Lunge, gell? Ja. Ja, Fräulein, die atmet ja noch schön. Ja. Na, Sie sind ein Spaßvogel. Ja. Manchmal bin ich ein kleiner Schelm. Ja, aber scheiße. Herr Stange, was denn? Wissen Sie das schon, was sich unser Pfarrer wieder geleistet hat? Auswendig, ich kann jetzt bereits singen. Hey. Oh, brauchen wir noch was, Frau Pfarrer? Nein, danke schön, das war nachher halt alles. So, hey, danke schön. Ja. Was haben denn Sie, Frau Wagner? Sie sind halt so wortkarg. Ja, da haben ja Sie keine Probleme. Gott sei Dank, ich gehe wieder. Auf Wiederschauen. Die Frau Wagner, auf Wiederschauen. Aber was redet mit denn dir jetzt so saublöd an? Also, es ist ja wirklich kaum unglaublich, gell? Ja. Aber passen Sie mal auf, die ganze Kirche voller Leute, gell? Weil nämlich das Kind vom Reblinger getauft worden ist. Ja. Der Reblinger, das ist ja jemand, da muss man ja an Kirche, gell? Das gehört sich ja auch so, ne? Und was tut denn unser Pfarrer? Sagt er doch glatt bei der Taufe, wie soll das Knäblein heißen? Und die Reblinger fest, ganz trocken, hat es geantwortet, das Knäblein soll Gertrud Maria heißen. Ja, was sagst du jetzt da dazu? Mein Gott, nein, dann hat er halt den Namen einmal verwechselt. Das kann doch passieren, oder? Ja, bitte, bitte, bitte. So was darf einem Pfarrer wirklich nicht passieren. Nein, bei allem Respekt. Aber da wird er natürlich wieder einen über seinen Durst getrunken haben. Das kennt man ja. Ja! Unser Fräulein Frieda, grüß Ihnen Gott. Na, wie geht's denn unseren Herrn Pfarrer? Geht's ihm recht zu Herzen, die Geschichte mit dem Knäblein, das Gertrud Maria heißt? Na, so schlimm war das auch wieder nicht. Ja, genau, das sage ich doch auch ganz Ihre Meinung, gell? Wiederschauen, für Gott beinand. Knäblein, Gertrud Maria. Mei, wissen Sie, Frau Stangl, seit der Taufe ist es der reinste Spießrutenlauf durchs Dorf. Ja, und den armen Wurm ist es ziemlich egal, gell? Ziemlich. Ja. Aber wo wir gerade von dem Wurm sprechen. Ja. Das Fräulein Gerti hat doch Gott sei Dank die Blinddarmoperation gut überstanden, gell? Ja. Ein bisschen geben Sie doch schön, schöne drei
Kalbschnitzel. Ich mache heute Cordon Bleu. Das mag der Kaplan so gern. Aha, der Herr Pfarrer natürlich auch. Ja, mein Gott, nein, vor allem Frieda, Sie sprudeln ja heute direkt. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich freue mich so. Ja. Sie sagen's einmal, Frau Stangl, was halten Sie von der Idee, wenn ich einen Kirchenchor gründe und leite? Kirchenchor? Ja, warum eigentlich nicht? Ha? Okay, ja. Na, vielleicht komme ich später noch einmal vorbei und berät das alles mit dem Herrn Stangl. Für Gott, dabei, Frau Stangl. Wiederschauen, Frau Frieda, für Gott. Die wird doch nicht glauben, dass mein Alter noch im Kirchenchor singt. Ha? Chefin, was ist? Schaffst du es ohne mich? Nein, meine liebe Gerti, ich schaff's nicht ohne dich. Das wolltest du doch jetzt hören, oder? Ja. Also jetzt geht's mir ja schon viel besser, gell? Also es ist schon ein umwerfendes Gefühl, unentbehrlich zu sein. Gerti, sag einmal, wie geht's dir denn? Schlecht. Ganz schlecht geht's mir. Ja. Oma, ich sag das, ich bin fix und fertig. Ja. Der Opa und der Thomas, die schmeißen mir bloß noch die Rechnungen stapelweise hin. Mein Madel, und ich spüre überhaupt keine Fürst mehr. Oma, weißt du was? Ich geh für dich ein bisschen in den Laden, ha? Mein Gott, nein, die will ich nicht hätte, Madel. Du, weißt du das, dass jetzt wir zwei die einzigen Frauen noch beim Stanglwirt sind? Ha? Was sagst du jetzt da dazu? Die Gerti wird schon wieder, wirst du sehen. Ja. So, und jetzt schau ich, dass unsere Mann wieder was zum Essen kriegen, gell? Und wenn du mich brauchst, dann schreist du mir, gell? Ja, die werden schon nicht so reindrucken. Mein Gott, die Theke schaut aus. Alles da. Ach, Sylvie, Gott sei Dank, dass du da bist. Hey. Kannst du mir helfen? Mir ist ein ganzes Tablett mit Weißbegläser aus der Hand gerutscht und die ganze Gaststube klebt. Wie hast du denn das gemacht? Naja, ist einfach passiert. Kannst du mir beim Aufwischen helfen? Nein, so tun, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Entschuldige bitte, aber ich sehe nur, dass du in einem leeren Laden herumstehst. Ach, Toni. Naja, wo ist denn nun so ein Lappen? Ich weiß nicht. Na, ich hol mir selbst ein. Mhm. Toni, du klebst ja überall. Ja, das ist es ja. Ich klebe. Und zwar an dir. Ich will gleich Brotzeit holen. Nicht Brotzeit. Von wegen. Jetzt wird erst der Trümmerhaufen aufgeräumt. Weißt du, was deine Mutter sagt? Die trifft der Schlag, wenn's das sieht. Den sollen nicht aufregen, Herr Stangl. Wir bringen das schon in Ordnung. Oh ja, haut der ein Loch in die Wand, nicht so groß wie ein Bombentrichter. Ja, ich hab ihm ja gesagt, vorsichtig rausstemmen. Ja. Aber der haut ja hin wie Ochs. Ja, was kann ich nie dafür, wenn ihr so alte Bruchbuden habt? Du wirst ja auch nicht fangen von wegen Bruchbude, gell? Ja, nicht vielleicht. Beim ersten Schlag fällt gleich die halbe die Mauer ein. Ja. Die ganze Burg, die ist bloß mit einem Sack Zement zusammengeleistet worden. So schaut's aus. Schleicht dich! Das ist auch recht. Es ist ja nicht zu fassen. Ich habe mein Atem. Wieder! Vorne noch mal die Tier auf. Also typisch ist das. Ja, sag mal, ja, Schwester, ja, Leni. Ja, wo kommst denn du her? Ja, von daheim natürlich. Wo wäre ich hergekommen? Da bin der Letzte. Sag mal, schick grüß Gott. Moment, wieso? Heißt dieses Federvieh Peter? Weil dieses Federvieh ist ein Wellensittich. Ja? Und heißt deswegen Peter, weil er den ganzen Tag genauso rumblärt wie du. Bla, 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 bla. Hey, das war da alles runter. Weißt du was? Halt doch mal kurz. Du kannst mir nämlich beim Aufwischen helfen. Ja, bleib mir so die Sei. Du, ich rackert mich ab und dann weh ich noch Haut um Ogret. Gott, sei doch nicht so empfindlich. Ja, auch wenn du ein Bier willst, ne, dann zapfst du dir gefällig selbst, ne? Geh, rutsch mir doch einen Buckel runter. Gern, aber erst, wenn ich fertig bin. Depp, aufgestellter. Danke, ebenfalls. Entschuldigung, ich will ja nicht stören, aber ich hab von der Viertelstunde ein Bier bestellt. Wer ist denn er? Den kennst du nicht? Na? Das ist der Jürgen Drews. Ein Bett im Kornfeld. Warum hat er dann keinen Korn bestellt? Also jetzt reicht's. Wenn Sie meinen, dass Sie das nicht besser singen können, bitteschön, aber dann müssen Sie noch ein bisschen üben. Auf Nimmerwiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Herr Stangl, das ist wirklich nicht schön von Ihnen, dass Sie uns in der Gaststube nicht proben lassen. Ich habe ein Wirtshaus und kein Opernhaus.
Da wird getrillert und gezwitschert werden. Ne? Aber wir haben doch keinen Platz im Pfarrhaus. Und das war doch bloß einmal in der Woche. Überhaupt sollten gerade Sie sich mit unserem Herrgott gut stellen. So schon gleich gar nicht. Ne? Ja, wo kann man wieder hin, wenn das bekannt wird, dass beim Stanglwirt der Kirchenchor jault? Ne? Da lachen ja die ganzen Gäste vor. Was, die paar Kartenspieler? Herr Stangl, ich bin bitter enttäuscht von Ihnen. Bitter. Das bedauere ich im Grunde, aber sonst ist mir wurscht. Oh. Ja. Ein Kirchenchor in meiner Wirtschaft, das haben wir immer schon gewünscht. Und der Markus, der andere, der ruht sich aus auf seinen Taten, oder? Macht den aufgemachten Trümmerhaufen Helfer wegtragen, hä? Eigentlich nicht. Ich mag halt nicht mehr. Und ich mag ja schon lange nicht mehr, das interessiert ja sowieso keinen. Wisst was, ihr könnt mich alle miteinander ein bisschen unterhalten, ich mag auch nicht mehr. Peter? Ja? In meinem Zimmer ist ein gähnendes Loch in der Wand. Ein Loch? Markus, weißt du was von einem Loch? Ein Loch? Ja. Das habt ihr mit Fleiß gemacht. Reißen wir dich aus meinem Zimmer, die Tier mitsamt dem Stock raus. Da zieht's, da wäre dann mein Vogel krank. Dein Vogel, der ist schon lang krank. Oh, Herr Kaplan, gut, dass ich Sie getroffen hab. Sie müssen unbedingt mit dem Herrn Stangl reden. Aber meine gute Frieda, jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Wahrscheinlich haben Sie beim Stangl nur einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Bei dem erwischt man nie einen günstigen Zeitpunkt. So ein narrischer Gimpel, wie der ist. Aber jetzt muss ich mich erst einmal ein wenig verschnaufen. Ja, schnaufen Sie, schnaufen Sie. Oh, Entschuldigung. Ja, aber was soll ich denn entschuldigen, liebe Frieda? Dass ich Sie gerade so unschicklich berührt habe. Jetzt rede ich einen Schmarrn. Ja, aber warum sind Sie denn so verstört, meine liebe Frieda? Hat Sie denn der Stangl so aus der Fassung gebracht? Ach, der ist mir doch wurscht. Und bitte schön, sagen's nicht immer, liebe Frieda, zu mir. Nicht so. Wie soll ich denn sonst zu Ihnen sagen, liebe Frieda? Ah. Also irgendetwas bedrückt Sie doch. Soll ich Ihnen vielleicht einmal die Beichte abnehmen? Ach, ich meine, bloß das nicht. Ich glaube, jetzt verliere ich jeden Moment den Verstand. Frieda, Frieda, Sie sehen mich aufs Äußerste besorgt. Sie können mir doch alles anvertrauen, das wissen Sie doch. Gar nichts wissen Sie, Herr Kaplan, gar nichts. Wären's bloß blieben, wo der Pfeffer wächst. Irgendetwas Schreckliches muss der guten Frieda widerfahren sein. Aber da komme ich noch dahinter. Mein lieber Stangl, vielleicht eine Frage. Ja? Was haben Sie gegen einen Kirchenchor? Absolut gar nichts, aber nicht in meiner Wirtschaft. Herr Kaplan, wie passt denn das zusammen? Mitten im Bierdunst spulen Sie in der einen Ecke einen Schafkopf und in der anderen jubilieren Sie das große Halleluja. Ja, da verlaufen sich ja mit Sicherheit sämtliche Gäste. Ja. Mit Sicherheit sogar? Stangl, das geht mit Sicherheit. Was? Sagen wir jeden Freitagabend. Was? Ja, Kirchenchorprobe beim Stanglwirt. Das ist Erpressung, Herr Kaplan. Herr Pfarrer, das muss unbedingt in der Dorfchronik verewigt werden. Wie soll das Knäblein heißen? Sehr lustig. Ja. Nun kriegen Sie sich mal wieder ein. Sie haben auch schon viel Makulatur geredet, lieber Bürgermeister. Mensahäume, Herr Pfarrer. Ja, ja, gerne. Alles klar mit dem Kirchenchor? Ja, ja. Eine glänzende Idee von unserem Herrn Kaplan. Ja, das ist schon klar, aber bei mir ist noch gar nichts klar. Aber sicher, Stangl. Jeden Freitagabend, Herr Pfarrer. So haben wir es ausgemacht. Ist ein ganz Auskochter. Ja, von dem kann man direkt noch was lernen. Stangl, du bist eine Seele von einem Menschen. Wenn auch manchmal ein arges Schlitzohr. Aber da passt du ja gut zu unserem Herrn Bürgermeister. Ja, ja, und weil wir gerade so schön beisammen sind, kann ich euch auch den Gemeinderatsbeschluss mitteilen bezüglich bewussten Anwesen. Moment, Moment, aber doch nicht dieses Projekt, was uns mit lauter Nackerte konfrontiert. Genau, Herr Pfarrer. Woher wissen denn das Sie schon wieder? Bürgermeister, Bürgermeister, du bist wirklich das Hinterletzte. Da soll doch der Erzengel Gabriel dazwischen hauen, mitsamt dem Teufel. Lustwürdig. Na, der Gabriel schafft das ja nicht alleine. Also ein Freibad, Brutstätte aller Laster und unsittlicher Gedanken. Und das in der Nähe der Kirche. Schaudert. Jetzt muss ich mich aber wundern, auch über die Geistlichkeit. Ja, in welchem Jahrhundert leben denn wir überhaupt? Ja?
Und außerdem habt ihr mir gar nicht richtig zugehört. Das wird sowieso mehr so eine Freizeitanlage mit einem nicht zu großen Schwimmbecken. Ja. Gerade so, dass man sich im Wasser ein bisschen erfrischen kann. Mhm. Und dann wird noch ein Imbiss-Shop, ich denke, da ist mit Bistro-Charakter geplant. Was heißt der Imbiss-Shop? Da kommt ein Stangelwirt wie ich in Frage, ist das klar? Wer die Konzession bekommt, darüber müssen wir noch reden. Bürgermeister, das traust du dich nicht? Ich schon. Nackerte, Imbiss-Shop, Bistro. Welche Zustände, wie tief sind wir gesunken? Also, Herr Bürgermeister, das geht mir alles so schnell, dass den Bürgern einfach die Gemeindebeschlüsse vor den Last geknallt werden. Da werde ich sofort Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Stangl? Was? Fangst du schon wieder zum Stinken an, hä? Ich stinke dich nicht, aber euch werden noch die Augen übergehen. Dir aber auch, wenn du nicht augenblicklich in Schwung kommst. Ja, Gerdelein. Ja, Gerdelein. Wie geht's dir denn heim? Oh, grüß dich, Gott, Erich. Mei, das ist aber lieb von dir, dass du mich besuchst. Geil. Hast du mir was mitgebracht? He? Ja, ich wollte eigentlich Blumen mitbringen, aber die haben nur Kränze gehabt. Wie ist dir denn gegangen bei der Operation? He? Gut ist mir gegangen. Ja, du, nach einer Stunde habe ich schon aufstehen müssen. Na ja, und dann wieder eine Stunde später habe ich schon einmal ums Bett rumgehen müssen. Ja, und dann noch mal eine Stunde später habe ich schon eine ganze Stunde spazieren gehen müssen. Okay. Aber während der Operation hast du schon Healing dürfen. Freilich. Geh weiter, sitz dir ein bisschen her zu mir. Komm. Nein, ich habe gar keine Zeit. Ich muss dem Bürgermeister einen Eilbrief bringen. Da ist bestimmt was dahinter. Also dann eil dich. Ja. Für die Gott, gell? Und eine gute Besserung. Dankeschön. Für die Gott, Gerdi. Für die Gott. Mein lieber Mensch. Eigentlich bin ich ja noch sehr geschwächt, gell? Naja, also so ein Blinddarm ist ja eine schwere Operation. Ja, da brauche ich noch lang schon Zeit. Also wenn jetzt einer kommt und redet mich schwach an, aber dann... So eine Unverschämtheit. Neugierig bin ich ja bloß, wann ich mein neues Tier krieg. Ja, was flachst denn du da so faul rum? Also, du hast ja Glück, dass ich jetzt gerade in der Schonzeit bin, gell? Sonst gab's jetzt eine fürchterliche Reaktion. Mhm. Weil ich da schon fürchterlich Angst habe. Du sag einmal, hast du jetzt deinen Blinddarm noch? Nein, den hat mir doch der Doktor rausoperiert. Mei, sag das, einen solchen Schnitt hab ich. Ja, und? Hast du mitgenommen? Wen, den Doktor? Na, dein Blinddarm. Aber geh, den haben's doch rausgeschnitten. Wie soll ich denn den mitnehmen? In ein Glasl, in Spiritus, verstehst? Ach so, du meinst in so ein Gurkenglasl, he? So eingeweckt. Also, Gerti, du bist doch ein frommes Mädel. Ja. Und was glaubst du, was dir unser Herrgott erzählt, wenn du ohne Blinddarm im Himmel drum raufkommst, he? Wenn du raufkommst. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er sagen, grüß dich Gott, Gerti, ja wo warst denn du so lang? Nein. Du bist innerlich nicht mehr komplett. Du bist eines Körperteils beraubt, den dir unser Herrgott mitgegeben hat. Du hast also keinerlei Chancen, vor den Augen unseres Herrn zu bestehen. Ja, da kennen wir aus, ja, ja. Wirklich? Ja, du musst unbedingt schauen, dass du deinen Blinddarm wieder kriegst. Jawohl. Oder glaubst du, die da drum, die können so zusammengeschnipselte Figuren brauchen? Ha? Du kommst sonst nicht in den Himmel. Moment einmal, ja, die haben's doch auch den Kropf operiert. Ja, ein Kropf, der ist ja überflüssig. Das sagt ja schon ein Sprichwort, ne? Aber der Blinddarm nicht, gell? Und drum geh zum Doktor und schau, dass du deinen Blinddarm wieder kriegst. Am jüngsten Tag wirst du es mir danken. Mei. Lieber Gott, bitte mach, dass die meinen Blinddarm nicht weggeschmissen haben, gell? Weil ich muss ja zu dir in den Himmel rein. Ja, mein. Los, lauf, Alter!
Bleib da, wenn ich mich hier erinnere. Ich hol meinen Splinter wieder. Was ist denn narrische Moskau? Und jetzt sortier, meine liebe Frau. Können wir jetzt die Tiere einsetzen? Nein, wie kommst du denn zu, so ein Klump von Tieren zu kaufen? Glaube ich, das wäre eine längere Diskussion, sitzt die hier. Darf ich jetzt vielleicht auch einmal was ja, sagen? Ja, bitte. Wochenlang habe ich dich gefragt, Peter, was für Tieren bestimmen? Und wochenlang sind diese Türen da hinten im Stadel gestanden. Ja. Aber der gnädige Herr hat keine Zeit gehabt, dass er einen Blick drauf geworfen hat. Und jetzt holst du auch den Pappen. Und weißt, was ich dir sag? Und gerade diese Türen, die werden eingebaut. Nur über meine Leiche. Ja, es ist nicht zu fassen. Sperrholztüren, wo wir vom Fachholzgeschäft sind. Ne? Oh, ich muss mich niedersetzen. Ich hock ja schon. Ich trink das Schlag. Peter, jetzt reg dich doch nicht auf. Schau, billiger sind sie auch. Ich bin der Stanglwirt und ich brauch keine billigen Türen. In mein Haus kommen nur Massivholztüren. Die Türen kommen wieder zurück. Kommt nicht in Frage. Bumm, meine Arbeiten. Setzen! Und die Tieren kannst du vor den Hirn hinogeln. Halt langsam. Ein bisschen Sicherheitsabstand muss bewahrt bleiben. Mama, Papa, was soll denn das? Ah, was? Mein Herz! Mein Herz! Oh. Das Herz ist links. Bei mir nicht. Zeit, Wurf. Die erste Hürde ist dummer. Durchschnitt 1,9. Viel zu dünn, mindestens 2,0 bis 2,5. Was willst du denn da für einen Schmarrn da her, Opa? Ein Türblatt bei uns muss 2,0 bis 2,5 haben, oder? Opa, sonst ist der Klump. Mein Notendurchschnitt ist 1,9. Das ist doch super, oder? Ja, das ist super. Aber jetzt komm, lass uns in Frieden. Ja. Ja, das ist wieder typisch für diese Familie. Ich lerne, bis man den Kopf raucht, erwarte eine dementsprechende Würdigung und dann heißt es, lass uns in Frieden. Zustehen sind es. Ja, jetzt nimm's nicht so tragisch. Ja, weißt du, wir machen nämlich ein neues Spielchen. Türen raus, Türen rein. Echt lustig, sag ich dir. Mama. Sag einmal, was hast du denn da wieder den dabei? Ha? Mein Gott, nein, ich möchte alles richtig machen in der Familie. Ja. Und wenn mir einmal ein einziger Fehler passiert, da wird gleich über mich hergefallen. Mach doch einen Dreck selber, ich mache euch überhaupt nichts mehr. Das holst du gar nicht aus. Ah! Du bringst mich noch frühzeitig ins Grab. Also Vater, das war jetzt nicht nötig. Ach was, wenn du bis zur Weißglut ärgert, Sperrholztüren kapst. Ja, ja, ich hab die Rechnung schon rausgesucht, ich red mit der Firma. Na ja, wenn's Massivholz verkaufen, war es doch mehr Geschäft, nicht? Ja. Ja, war die ganze Aufregung wieder mal für Katz. Ein Ampfiff bei deiner Mutter ist nie für die Katz. Also Vater, das muss ich der Frau jetzt schon einmal sagen. Es passt mir nicht immer, wie du mit der Mama umspringst. Mein Sohn, mir hat es auch nicht immer gepasst, wie du mit deiner Frau umgesprungen bist. Aber jetzt wird's brenzlig. Geh mal lieber, komm. Aber weißt du was, Bub? Wir gehen rein. Wir zwei kommen schon zurecht miteinander, gell? Was denn, was denn? Du wirst doch nicht einmal tatsächlich eine Viertelstunde Zeit haben für mich. Hab ich? Tatsächlich? Lassen Sie mich halt wieder allein mit meiner Wut im Bauch. Es ist nicht zu fassen. Also, Herr Doktor, ich will jetzt endlich meinen Blinddarm wieder. Liebes Fräulein Gerti, warum denn? Also, Sie kennen doch die Tante Leni, ja, gell? Und die Tante Leni hat gesagt, ich brauche meinen Blinddarm wieder, weil sonst bin ich am jüngsten Tag nicht komplett. Und ich will doch in den Himmel rein. Also, seinen himmelschreienden Unsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ist ja nicht zu fassen. Es ist doch nur, dass ich wieder komplett bin. Diese Fräulein Leni werde ich mir mal vorknöpfen. Fräulein Gerti, ich kann Sie beruhigen und kann Ihnen versichern, dass Sie auch ohne Ihren Blinddarm in den Himmel kommen. Ehrlich? Ganz ehrlich. Bring mir nicht da einen Hit noch, ich hab auch ein Wort. Ja. Ich sag bloß noch Fitnessclub. Was? So, alles geritzt. Die nehmen die Tieren zurück. Ja. Na also, oh, die hast du wieder ganz umsonst aufgeregt. Na, du schräger Typ. Ja, wir schaffen Ruhe, meine Liebe. Wir haben ja wie Fasching. Ich werde dich diesen Fitnessclub austreiben. Na, was schaut's denn hier so? Habt ihr außer mir schon eine sportlichere Erscheinung gesehen? Ja, mich.